Historische Weiterbildungsforschung ist ein Teilbereich der Weiterbildungsforschung. Ein nicht sehr großer Bereich, aber ein durchaus präsenter Bereich, der sich, kann man sagen, in einem ersten Zugriff mit dem Vergangenen beschäftigt, mit der Geschichte, der Historie, der Erwachsenenbildung, Weiterbildung. Ich sagte, ein erster Zugriff schließt mit ein, dass diese Beschäftigung mit dem Vergangenen, könnte man ja sagen, erwarten, würde wirklich nur meinen, dass es wirklich nur das Vergangene ist. Wie vielleicht in der klassischen Geschichtsschreibung Forscher und Forschenderinnen wie Treitschke gesagt haben, die Beschäftigung mit dem, wie es wirklich war. Das ist eine wichtige Facette, aber gerade die Weiterbildungsforschung, die historische Weiterbildungsforschung, beschäftigt sich auch viel damit, wie diese Vergangenheit mit dem Gegenwärtigen zusammenhängt. Eine Definition, Bestimmung aus dem Forschungsmemorandum zur historischen Weiterbildungsforschung. Historische Forschung hat die Aufgabe, den erwachsenenbildnerischen Erfahrungsraum in diachrone Perspektive zu erweitern und so die gegenwärtige Praxis mit historisch realisierten anderen Möglichkeiten zu konfrontieren. Damit leistet sie einen Beitrag sowohl zur Relativierung und Modalisierung als auch zur Fundierung und Verortung gegenwärtiger Praxis. Wir sehen an dieser Definition, es geht viel um die Gegenwart, gegenwärtige Praxis, Fundierung, aber auch Relativierung, also das Kennenlernen von anderen Erfahrungen, anderen Entwicklungen, also auch festzustellen, dass die Gegenwart geworden ist, auch wandlungsfähig ist, dass man vielleicht auch in der Vergangenheit erkennen kann, wie eine andere Gegenwart und Zukunft aussehen könnte. Also insofern geht es eigentlich in der historischen Weiterbildungsforschung relativ häufig viel um die Gegenwart. Zugespitzt könnte man vielleicht sagen, so manchmal kann man bei den ein oder anderen Studien vielleicht mehr erfahren über die Menschen, die diese historische Darstellung schreiben, oder mindestens genauso viel wie über den historischen Gegenstand. Also insofern spielt die Gegenwart eine große Rolle in der historischen Weiterbildungsforschung, was auch eine Herausforderung, vielleicht manchmal auch eine Problematik darstellt. Ich mag sehr einen Zugang von dem Historiker Kocka, der sehr problematisiert, dass die Herstellung von Identität keine Funktion von Geschichte sein soll oder Geschichtsschreibung. Also sprich, Identitätspolitik in der Vergangenheit, Wurzeln, Entwicklung zu finden, zu suchen, zugespitzt gesagt, die vor allem in der Gegenwart etwas begründen, legitimieren. Gerade im Zusammenhang mit Jubiläen kann man häufig diese Facetten feststellen, dass das viel darüber aussagt, wie die Jubilierenden Vergangenheit gedenken, wie sie in der Jetztzeit, welche Probleme, Herausforderungen, Begründungen vorhanden sind. Insofern hier auch ein Zugang, der wichtig ist bei der historischen Weiterbildungsforschung, wo es vielleicht manchmal dann auch ganz wichtig ist, auch historische Weiterbildungsforschung auch als zwecklose Freizeitbeschäftigung zu verstehen. Sprich, eine Forschung, die sich damit beschäftigt, wie war das aus genuinem Interesse, ohne vielleicht Verwertungs-Nutzungsinteressen, wie gesagt, ohne Identitätspolitik. Das sind durchaus Facetten, die immer wieder auch diskutiert werden und aufgeworfen werden als Fragestellung und auch hinterfragen. Also zu welchen Interessen, Zielen, Nutzen wird historische Weiterbildungsforschung betrieben? Bevor ich mich mit dem Theoriebegriff an dieser Stelle beschäftige, zu einigen Traditionen der historischen Weiterbildungsforschung. Es gibt in Reihen von Darstellungen wird abgehoben, dass historische Weiterbildungsforschung sich sehr stark mit Ideengeschichte, mit Institutionengeschichte und Personengeschichte beschäftigt. Also Bände, die eben daran ansetzen, ja, welche Ideen haben zum Beispiel in der Weimarer Republik neue und alte Richtungen als zwei Ideenrichtungen der damaligen Zeit, haben die Menschen hier umtrieben, welche Denker und Denkerinnen haben diese Ansätze verfolgt, also hier auch die Nähe zur Personengeschichte. Also das sind so Traditionen, die durchaus häufig vorkommen. Die Institutionengeschichte, sehr bedeutsam. Wir haben in den letzten Jahren das 100-jährige, sogenannte 100-jährige Jubiläum der Volkshochschulen gefeiert und wurde gefeiert. Also sprich auch Geschichten, Traditionen, die sich mit Einrichtungen beschäftigen, die thematisieren, wie sind diese Einrichtungen entstanden, wie haben sie sich entwickelt, welche Zäsuren, Veränderungen gab es
in Zusammenhang mit diesen Einrichtungen. Also insofern sind das so einige Stränge, die sehr stark im Vordergrund stehen und auch manchmal vielleicht auch kritisiert werden. Innerhalb dieser Darstellung gibt es auch einen Akzent auf Chroniken und Epochen. Also Chroniken meint ja auch einen klassischen historischen Zugang in eine zeitliche Reihenfolge, in Epochen, Episoden, geschichtliche Entwicklungen zu bringen. Die sind dann häufig auch orientiert an gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen. Also wenn man auf die deutsche Geschichte schaut, die Zeit im Kaiserreich, dann die Weimarer Republik nach der Revolution, nach dem Umbruch, die NS-Zeit, die Zeit nach 1945 in den verschiedenen alliierten Besatzungszonen bis zum Übergang in BRD und DDR, Vereinigung 1990. Also das sind durchaus Chroniken dann auch, die eine Anwendung finden in historischen Darstellungen zur Geschichte der Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Also insofern hier auch eine Tradition, die sich eben an Epochen ansetzt. Dann gibt es vielleicht etwas seltener auch eher Ansätze, die sich problemgeschichtlich darstellen. Von Seiter sei hier an Abhandlungen zur Geschichte, Einführung von Erwachsenenbildung, Weiterbildung gedacht, wo es eben darum geht, bestimmte Problemkonstellationen herauszuarbeiten, die bei verschiedenen Epochen sich anzuschauen. Es gibt da natürlich auch verschiedenste Teilbereiche. Zur Personengeschichte gehört zum Beispiel auch Frauengeschichte, also gerade in den letzten Jahren auch die verstärkte Suche und auch Recherchieren. Wer ist eigentlich auch so in der Geschichte vielleicht verloren gegangen? Wer wurde nicht so prominent erzählt? Häufig findet man hier zumindest in klassischen Darstellungen eine starke Fokussierung auf die Männer. Das verändert sich und da wird Geschichte auch neu entdeckt. Also 2006 hat hier Peter Faulstich auch eine Studie vorgelegt mit männlichen und weiblichen Pionieren und Pionierinnen der öffentlichen Wissenschaft. Also hier auch immer wieder Momente, wo auch wieder neue Traditionen, neue Entwicklungen aufgegriffen werden und wo auch aufgegriffen wird, wie sich Geschichtsschreibung, historische Darstellungen insgesamt verändern. Also insofern korrespondiert häufig die historische Weiterbildungsforschung mit ihren Traditionen und Zugängen auch mit der allgemeinen Geschichtsschreibung und den Entwicklungen, die hier vorliegen. Damit ist auch ein Stück weit ein Problemkreis benannt. Leider findet man sowohl in allgemeinen historischen Darstellungen als auch in Darstellungen der historischen Bildungsforschung häufig relativ wenig bis leider sogar gar nichts zur historischen Weiterbildungsforschung. Wir sind hier nicht weit entfernt vom Deutschen Historischen Museum zum Zeitpunkt dieses Interviews. Und wenn man sich zumindest die aktuelle Ausstellung anschaut, gibt es dort wenig zur Bildungsgeschichte und fast gar nichts oder eigentlich gar nichts zur Erwachsenenbildungsgeschichte. Also insofern ist eine Tradition oder auch eine Aufgabe, dass ich ein Stück weit die Einrichtung, die Praxis der Erwachsenenbildung selbst mit ihrer Geschichte beschäftigen muss, Stichwort Jubiläen, und auf der anderen Seite speziell die Wissenschaft der Erwachsenenbildung, Weiterbildung an ihren Lehrstühlen, Forschungseinrichtungen, die sich ja mit historischen Zugängen beschäftigen, dann häufig aus einer pädagogischen Perspektive kommt. Also insofern dann auch dieser Fokus auf Institutionen, Praktiken, dieser schon benannte Zusammenhang mit gegenwärtiger Praxis, der hier die entsprechenden Reflexionen beinhaltet. Was bedeutet eigentlich diese Geschichte für gegenwärtige Entwicklung? Theorie, Entwicklung, gerade auch der historischen Weiterbildungsforschung, ist da vielleicht manchmal auch etwas nicht auf dem gleichen intensiven Niveau verfolgt worden. Also sprich auch nochmal so diese Frage, was ist eigentlich wirklich so die Theorie, also wenn man sich mit der klassischen Geschichtsschreibung beschäftigt, von verschiedenen Schulen, die es dort gibt, gibt es natürlich auch eine geschichtstheoretische Auseinandersetzung. Da gibt es durchaus eine Reihe von Werken, also wenn man zum Beispiel hier ein Buch von Hans Tietgens, Ideen und Wirklichkeiten der Erwachsenenbildung in der Weimarer Republik, ein anderer Blick, sich beschäftigt und anschaut, dann geht es in dem Buch viel darum, wie war bisher Geschichtsschreibung, wie wurde sich bisher, gerade mit diesem ideengeschichtlichen Ansatz, mit der Geschichte der Erwachsenenbildung in der Weimarer Republik beschäftigt. Und sein anderer Blick ist, sich eher mit, wie er es nennt, Wirklichkeiten zu beschäftigen. Also wie sahen Praktiken aus, wie sahen Programme aus, was ist eigentlich überliefert zu dem, was dann tatsächlich in den Bildungsveranstaltungen stattgefunden hat.
Also da auch anzuknüpfen, so eine Geschichte ein Stück weit auch von unten zu erzählen, von der Praxis, von den realen Situationen, soweit man die noch rekonstruieren kann. Quellenzugang ist ja so eine große Herausforderung in der historischen Weiterbildungsforschung. Aber das ist ein Ansatz. Also hier, das hier mit einem Blick und damit auch zu hinterfragen. Also wie sieht eigentlich die bisherige Theorietradition oder Tradition der Geschichtsschreibung aus? Rekonstruktion zu vollziehen, also hier auch mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu arbeiten. Das sind hier so verschiedene Zugänge, die auch theoretisch thematisieren, wie erfolgt eigentlich unsere Beschäftigung mit Geschichte, was dann durchaus in der einen oder anderen Abhandlung auch problematisiert wird. Also dass dieser Zugriff vielleicht manchmal zu schnell erfolgt, zu schnell einordnen, zu schnell legitimierend. Das sind dann durchaus auch kritische, theoretische Zugänge, die wiederum den Blick selbst auf die Geschichtsschreibung wenden, damit dann auch ganz praktische Thematisierung von Archiven, Quellenanlage, also inwiefern Praxis, also auch Forschungseinrichtungen hier diese Quellen zur Verfügung stellen, Quellen archivieren. Es gibt ja so das klassische Zitat, ohne Quellen keine Geschichtsschreibung. Das sind dann dementsprechend Reflexionen, die sich mit dem Zustand der Beschäftigung mit der Geschichte, der Art und Weise der Geschichte bis hin zu, das habe ich ja an einigen Stellen schon angedeutet, diese ungeschriebenen Geschichten, also Stichwort Frauengeschichten. Aber was uns auch häufig fehlt, wir haben eigentlich die Lernenden selbst diese jeweilige Zeit erlebt. Also diese Geschichten, wo natürlich eine große Herausforderung ist, gibt es dann noch Aufzeichnungen, Tagebücher, Stichwort Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, findet man da noch so Personen? Da gab es durchaus auch spannende Projekte im Zusammenhang mit dem Jubiläum der Volkshochschulen, wo man auch versucht hat, in der einen oder anderen Darstellung, Joachim Ludwig in Potsdam unter anderem, hier zu schauen, findet man noch Lernende aus den 50er, 60er, 70er Jahren, die noch berichten können, wie war das denn damals, wie haben sie das damals erlebt, eine Weiterbildung, eine Erwachsenenbildung. Also das sind so diese verschiedenen Traditionen, die sich orientieren an klassischer Geschichtsforschung, aber auch speziell heruntergebrochen für das Handlungsfeld Erwachsenenbildung, Weiterbildung und die auch immer wieder auch theoretische Arbeiten, die dann reflektieren, was für eine Art von Geschichtsschreibung machen wir, sind solche Chronologien, also ein durchaus auch zentrales Buch von Josef Olbrich, Geschichte der Erwachsenenbildung in Deutschland, also auch ein Buch, wo er diesen chronologischen Ansatz wählt und ganz viel Material zusammenträgt, was dann natürlich auf der anderen Seite auch thematisiert wird, in gerade problemorientierten Arbeiten, Stichwort Seite, wie vielleicht eine andere Geschichtsschreibung auch nochmal aussehen kann, die nicht diesen klassischen Chroniken-Epochenansatz wählt. Also insofern hier verschiedene Traditionen, wo es Spaß und Interesse machen kann, sich mit diesen verschiedenen Ansätzen zu beschäftigen und auch festzustellen, dass es nicht die eine Geschichte gibt und die eine Wirklichkeit, sondern dass auch ganz viel davon abhängt, wie man den Blick auf Geschichte wendet, mit welchen Methoden, Zugängen. Und insofern besteht hier ein Reichtum an verschiedenen Traditionen und Zugängen. An dieser Stelle würde ich mir aus der Studie aus dem Buch von Wiltrud Giesecker und Karin Opelt, Erwachsenenbildung in politischen Umbrüchen, das Programm der Volkshochschule Dresden von 1945 bis 1997 als ein Beispiel auswählen. In dieser Studie kann man, wenn man das jetzt sehr stark kondensiert, zusammenfasst, die Fragestellung finden, wie hat sich das Programmangebot der Volkshochschule Dresden zwischen 1945 und 1995 entwickelt. Wenn wir diese Fragestellung jetzt so in ihre einzelnen Bestandteile zergliedern, sieht man zum einen, es ist dieser Fokus auf das Programmangebot, also die Kurse, Veranstaltungen, was die quasi Volkshochschule über diese verschiedenen Jahrzehnte hinweg angeboten wird. Also es ist das Programm im Fokus. Es geht jetzt nicht, wie ich schon in dem ersten Teil erwähnte, um Ideen oder um Personen, also wer hat die Volkshochschule geleitet, was waren Leitideen in den verschiedenen Jahrzehnten ihres Bestehens, sondern vor allem im Mittelpunkt steht wirklich das Programm, die Kurse, die Veranstaltungen, die stattfanden. Dann natürlich auch mit der Facette, also korrespondiert das vielleicht an einer anderen Stelle mit den Ideen, Leitvorstellungen, mit den politischen Wandlungen, die vorhanden waren.
Oder kann man auch feststellen, dass vielleicht in gewissen Punkten, da verrate ich schon so ein bisschen, ein Teilergebnis dieser Studie, dass sich viele Dinge durchaus als Kontinuitäten auch über verschiedene politische Systeme hinweg durchziehen. Also insofern hier so ein ganz spannendes Ergebnis, was auch ein Stück weit zeigt, dass vielleicht so ein Programm auch unabhängig ist von politischen Systemen, Ideen, Leitfiguren, die hinter einer Einrichtung, Institution stehen. Genaueres kann man in der Studie dazu entdecken. Das ist ja hier nur eine kurze Beschreibung. Den zweiten Blickwinkel, den ich darauf lenken will, die Zeitspanne, die hier angedeutet ist, 1945 bis 1995. Also in der Studie selbst wird auch noch kurz die Vorgeschichte, so in den 20er Jahren und bis in die NS-Zeit skizziert. Aber im Mittelpunkt steht dieser Zeitraum 1945 bis 1995, was dann auch wiederum diese Thematik aufzeigt der Chronologisierung. Also sprich, hier hat man ja einen Zeitpunkt gewählt, der mindestens zwei politische Systeme umspannt, also sprich DDR-Zeit, wobei auch mit ihrem Vorläufer in der sowjetischen Besatzungszone und dann bis 95, also 90 bis 95, auch die Zeit der Vereinigung. Also es ist eine Fragestellung, die auch eine Institution über verschiedene politische Systeme oder auch in klassischen historischen Darstellungen spricht man ja zum Beispiel so von dem kurzen 20. Jahrhundert, wo man sagt, das Jahrhundert reichte von 1918, 19 mit der Revolution in den Systemumbrüchen bis 1989, 90 mit dem nächsten Umbruch. Ja, und diese Studie liegt ein Stück weit quer, dadurch, dass sie halt auch nochmal von der Epoche übergreifend auch diese Transitionsübergangsphase historisch aufarbeitet, wo meines Erachtens auch noch ein ganz großes Potenzial liegt. Was ist eigentlich in den 90er Jahren in Deutschland, Westdeutschland, Ostdeutschland passiert? Wie hat sich diese historische Entwicklung dargestellt? Historiker sagen durchaus, vieles kann man erst mit einem Zeitabstand, also auch mit gewisser Distanz untersuchen. Und da ist sicherlich auch nochmal ein ganz großer Bereich Forschungsthematik, die man aufarbeiten sollte, wie sich eigentlich in den 90er Jahren diese Entwicklung der Erwachsenenbildung, Weiterbildung dargestellt hat und entwickelt hat. Und letzter Punkt zu dem Zergliedern der Fragestellung Volkshochschule Dresden. Es geht ja nicht insgesamt um die Erwachsenenbildung, um ihre verschiedenen Träger, Einrichtungen. Also auch in der DDR, SBZ, gab es hier eine Reihe von verschiedenen Einrichtungen, wo Erwachsenenbildung, Weiterbildung stattgefunden hat, sondern es ist ein Fokus auf diese Institution Volkshochschule Dresden, wo sich natürlich auch schon im Raum steht, wenn man jetzt so eine historische Darstellung zur Volkshochschule Dresden hat, wie war das vielleicht in Leipzig? Wie war das in Chemnitz? Wie war das in kleineren Orten, ländlichen Volkshochschulen? Also insofern ist es auch eine Falldarstellung, eine Institution, die herausgegriffen wird, wo sich natürlich auch gerade für historische Forschung noch weitere Perspektiven aufzeigen oder Folgestudien, wo man auch Vergleiche herstellen könnte. Wie haben sich eigentlich verschiedene Institutionen entwickelt? Gab es hier nochmal Unterschiede innerhalb eines Institutionaltypes, und wie kann man das historisch nochmal aufarbeiten? Also hier eine exemplarische Darstellung aus diesem Buch Erwachsenenbildung in politischen Umbrüchen. Also hier hat man auch ein durchaus buntes Potpourri von verschiedenen Methoden, ähnlich wie der Weiterbildungsforschung insgesamt, gibt es hier auch verschiedene Methoden und Zugänge, wie man sich diesem Gegenstand Forschungsfeld widmet. Ich hatte schon erwähnt, also dieses Thema natürlich ohne Quellen gibt es keine Geschichtsschreibung. Insofern ist eine ganz wichtige Methode oder Zugang Archive, Quellen, ob das jetzt private Archive, Quellen sind oder das Quellen sind, die irgendwo vorliegen, im Stadtarchiv, bei Forschungseinrichtungen. Das Institut für Erwachsenenbildung hat ein großes Archiv. Es gibt das Schulenberg-Institut mit Archiv. Beständen in Österreich gibt es eine ganz große Forschungsstelle des Österreichischen Volkshochschulverbandes in Wien mit einem sehr großen Archivbestand, die verschiedene Dokumente von Programmen, Nachlässen von Personen gesichert haben, Bildarchive, also in diesem angesprochenen Österreichischen Volkshochschularchiv gibt es ein ganz großes Bildarchiv, also eine riesengroße Bild Datenbank von Aufnahmen aus Kursen, Lehrmaterialien, Fotos, Darstellungen. Also hier, sprich,
schließt sich dann auch so ein methodischer Zugang, den man auch aus der Weiterbildungsforschung insgesamt kennt, an Bildanalysen. Also Sigrid Nolda zum Beispiel ist bekannt dafür, dass sie über verschiedene Jahrzehnte hinweg von Titelbildern, von Volkshochschulprogrammen, von Bildern, die in den Programmen dann abgebildet sind, analysiert hat. Das sagt ja auch viel über eine Einrichtung aus, was für ein Titelmotiv wählt sie, wie präsentiert sie sich ihren Interessierten in ihrer Region, also sprich, wofür stehen diese Bilder, was ist das für ein Dokument, also auch den Wandel dieser Bilder innerhalb der verschiedenen Jahrzehnte zu vollziehen, nachzuvollziehen, wie ihr Bildmaterial gewählt wird, aber auch festzustellen den technologischen Wandel, weil natürlich in der heutigen Zeit sind Bilder in dem Sinne Fotos viel einfacher, viel schneller verfügbar, können viel einfacher bearbeitet werden. Das ist natürlich eine ganz andere Situation wie in den 50er und 60er Jahren, wo man vielleicht gar nicht so leicht und so einfach, noch gar nicht so leicht und einfach diese Bilder reproduzieren konnte. Also insofern Bildanalysen als einen Zugang, Programmanalysen, die als Bildanalysen gestaltet sein können, aber auch Programmanalysen, die eben schauen, wie sah ein Kursangebot aus, wer hat hier welche Angebot gemacht, welche Inhalte, welche Titel kamen vor. Wer sich so alte Programme anschaut, gerade vielleicht aus den 60er, 70er Jahren, der entdeckt teilweise am Ende dieser Programme lange Listen von Anschriften bis hin zu Qualifikationen von Dozentinnen und Dozenten. Das ist heute häufig aus Datenschutzgründen nicht mehr erlaubt. Aber damals hat man wirklich so eine kleine Biografie fast schon am Ende von diesen historischen Darstellungen gefunden. Also Zugänge, diese Programme mit ihren Ankündigungen, mit ihren Vorwörtern. Also es gibt historische Analysen, die sich allein mit Vorwörtern, die dann von den kommunalen Vertreterinnen und Vertretern geschrieben wurden, Kooperationen mit den Leitungen teilweise. Also auch hier so eine Selbstdarstellung, was sagt Politik zu diesem Bildungsprogramm. Also das sind auch nochmal Zugänge über diese Programme, Bilder, Dokumenten generell, gerade für die vielleicht historische Weiterbildungsforschung, die politikwissenschaftlich orientiert ist, Bildungspolitik Analysen macht, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Was gab es eigentlich für verschiedene Leitdokumente? Maren Elfert hat vor einigen Monaten eine Analyse vorgelegt von UNESCO bis anderen EU- und europäischen internationalen Dokumenten zum Lifelong Learning. Und wie sich das über verschiedene quasi Epochen, Politiken entwickelt hat, beginnend von den 60er Jahren bis in die Gegenwart. Also insofern Dokumentenanalyse, politische Dokumente, Gesetze, Erlasse, Beschlüsse, Förderprogramme, die hier entsprechend vorliegen. Also das sind dann auch nochmal methodische Zugänge an dieser Stelle. Und dann natürlich auch ein sehr, sehr prominenter Zugang, den man ja auch in der Weiterbildungsforschung insgesamt findet, der narrative, der interviewbasierte Zugang. Ja, ein Beispiel von Dieter Nittel und Cornelia Meyer-Gutheil, persönliche Erinnerung und kulturelles Gedächtnis, Einblicke in das lebensgeschichtliche Archiv der hessischen Erwachsenenbildung. Also eine Studie, ein Projekt, was sie vor einigen Jahren durchgeführt haben, wo sie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen der verschiedenen Jahrzehnte interviewt haben in Hessen, politische Akteure, Praxisakteure, wie die diese jeweilige Zeit und Geschichte, Historie dann erlebt haben. Also sprich Zeitzeugin, was ja durchaus auch in der Geschichtsschreibung und auch gerade in der populären medialen Darstellung häufig eine sehr große Rolle hat in den letzten Jahren. Sprich, wie haben die Personen das wirklich jetzt selbst erlebt? Also so quasi den authentischen Bericht einer Person, die in der Zeit über die Zeit berichtet. Kann man natürlich auch wieder eine Methodendiskussion über allen diesen Methoden führen. Inwiefern steht der Zeitzeuge absolut? Es gibt in der historischen Forschung durchaus auch kritische Beschäftigungen, die sich damit auseinandersetzen, dass Zeitzeugen vielleicht manchmal bewusst lügen, aber das ist, glaube ich, eher das geringere Problem, sondern natürliche Erfahrungen, Erinnerungen auch trügen können, auch gefärbt sind durch die Ereignisse, die nachfolgen oder auch gefärbt sind von der Situation, in der man einen Zeitzeugen oder Zeitzeugin interviewt. Also da ist bei allen Methoden hier durchaus auch nochmal so eine Reflexion notwendig. Wie kann man hier eigentlich historische Weiterbildungsforschung betreiben? Insofern würde ich hier sehr auch anregen und unterstützen, verschiedene methodische Zugänge zu nutzen, die jeweiligen methodischen Zugänge in ihren Vor- und Nachteilen zu sehen. Ich glaube, es gibt nicht die eine Methode oder den einen methodischen Zugang, der überlegene ist und der richtige ist,
sondern es werden unterschiedliche Dinge durch diese Methoden untersucht. Programmanalysen können wenig darüber sagen, wie war das tatsächliche Kursgeschehen oder nur sehr, sehr vermittelt. Da muss man andere Dinge wählen. In der Zukunft wird vielleicht eine ganz andere Rolle spielen, was man so in der historischen Weiterbildungsforschung bislang wenig hat. Analysen von Filmmaterial, Videomaterial, das war natürlich gerade zu früheren Epochen wesentlich weniger erhalten. Solche Situationen wurden wesentlich weniger aufgezeichnet oder sind dann vielleicht auch verloren gegangen. Aber da ist sicherlich auch etwas, wo sich vielleicht methodische Zugänge auch wandeln und dann vielleicht Bildmaterialien, Videomaterialien für zukünftige Generationen der historischen Weiterbildungsforschenden eine ganz andere Selbstverständlichkeit haben oder auch Analyse von Alltagsdokumenten. Erwachsenenlernen findet ja auch über YouTube-Videos und Ähnliches statt. Also sprich Ausbau von Videos, Pictorial Turn ist da so ein Stichwort, wo dann sicherlich auch nochmal neue Perspektiven sich eröffnen können und neue Möglichkeiten bieten. Und gleichzeitig denke ich nicht, dass das eine Ablösung ist, sondern dass diese anderen methodischen Zugänge, also nochmal zusammenfassend, die Bedeutung von Archiven, Beständen, entweder dezidierten Archiven für die Weiterbildungsforschung bis hin zu Stadtarchiven, anderen Orten, wo Dokumente abgelegt sind, gesichert sind, private Archive aber auch nicht zu vergessen. Also ganz viel von historischer Weiterbildungsforschung ist häufig auch erstmal quellenerschließend. Also sprich, die Quellen liegen nicht einfach vor in einem wunderbar sortierten, systematisierten Bestand, sondern es gehört dazu, diese Materialien auch erstmal zu erschließen, zu gewinnen und damit auch der Forschung erstmal zugänglich zu machen. Programmanalysen, Zeitzeugenberichte, Zeitzeugeninterviews, Dokumentenanalysen, Bildanalysen, das wären so einige, die sich so vom Korpus der Materialität der methodischen Zugänge bestimmen. Und die können natürlich von hermeneutischer, quantitativer, qualitativer, sozial-kulturgeschichtlicher Verfahren, also da ähnlich wie der Weiterbildungsforschung insgesamt, können nochmal natürlich ganz verschiedene Auswertungsverfahren, Sichtungsverfahren, eher Hypothesen generierend bis Hypothesen testende Verfahren eingesetzt werden, Analysen von Statistiken. Also da bieten sich auch nochmal eine Vielzahl von methodischen Zugängen an, die dann auch nochmal querliegen zu diesen verschiedenen Materialsorten sozusagen, auf denen sich methodische Zugänge der historischen Weiterbildungsforschung stützen können. Ich habe mir da ein Projekt ausgesucht, was zu einer Trilogie werden soll. Das ist ein Projekt rund um Orte und Häuser der Erwachsenenbildung. Also ein erster Band erschien vor einigen Jahren, verlassene Orte der Erwachsenenbildung in Deutschland. Also diese sogenannten Lost Places, die ja vielleicht auch den einen oder anderen bekannt sein sollte als allgemeine Thematik. Also Orte, die heute nicht mehr genutzt werden, die entweder Ruinen sind, verfallen sind, vielleicht teilweise gar nicht mehr existieren, aber Orte, wo Erwachsenenbildung früher stattgefunden hat und dem zu auf die Spur zu kommen, was hat sich hier eigentlich entwickelt, getan, welche Veränderungen gab es, dass diese Orte vielleicht verschwunden sind, kann man in diesen verlassenen Orten etwas entdecken, was für die heutige Zeit Relevanz hat und wiederentdeckt werden könnte. Und zweiter Band quasi in dieser noch nicht fertigen Trilogie, neue Häuser der Erwachsenenbildung, also von Pöckeler, einem Forschenden, aufgreifend neue Häuser der Erwachsenenbildung, die er 1959 beschrieb, also ein quasi schon historisch gewordener Text. Und da ist die Beschäftigung, wie sahen diese Häuser 1959 aus, was war eine Leitidee 1959 und wie sieht das 2019 aus? Haben wir heute andere Leitideen für neue Häuser? Wiederholt sich Geschichte einfach nur? Oder gibt es heute ganz andere Vorstellungen? Also insofern mein Projekt an dieser Stelle, der Versuch einer Trilogie, diese Orte und Häuser der Erwachsenenbildung zu erschließen, wie sie historisch waren, wie sie historisch auch mit Zukunftsentwürfen versehen waren, also vergangene Zukünfte quasi kennenzulernen und die dann auch in verschiedener Perspektive zu diskutieren, welche Relevanz sie für heute haben. Ich muss zugeben, es fiel mir hier schwer, einen Text auszuwählen. Ich komme leider mit drei Texten an dieser Stelle. Und zwar diese drei Texte wären zum einen das sogenannte Forschungsmemorandum historischer Weiterbildungsforschung. Also ein Text, der Anfang der 2000er Jahre entstanden ist,
wo sich verschiedene Forschende in der historischen Weiterbildungsforschung damit beschäftigt haben, was muss eigentlich geschehen, wie muss ich Weiterbildungsforschung, historische Weiterbildungsforschung entwickeln. Ich nannte ein Zitat dazu ganz am Anfang der Aufnahme, also diese Beschäftigung mit den gegenwärtigen Möglichkeiten, diese Relativierung, Modularisierung dieser gegenwärtigen Praxis. Also insofern ein Memorandum, was ich finde, trotz seiner eigenen Zeitlichkeit, das ist ein Stück weit schon selbst Teil von Geschichte geworden, denke ich, kann man sagen, Zeitgeschichte geworden, entwirft es Perspektiven, es bietet eine Strukturierung an und es war richtungsweisend für seine Zeit. Und ich denke, man kann, wenn man kritisch darauf schaut, durchaus auch feststellen, dass die ein oder anderen Aufgaben, die dort benannt wurden, ja, noch nicht erfüllt sind und weiterhin Aufgaben sind, die sich uns auch in der Zukunft stellen. Also insofern dieser eine Historietext, dieses Forschungsmemorandum, ein zweiter Text oder Band, vergangene Zukünfte, neue Vergangenheiten, aus der Schriftenreihe der Sektion Erwachsenenbildung, also von einer Sektionstagung, die speziell dieses Thema hatte, was auch das Thema ist dieses Bandes. Und das ist vielleicht ein Text oder eine Sammlung von Texten, wo man sehen kann, womit beschäftigen sich eigentlich aktuell historisch forschende Personen und Persönlichkeiten in der Erwachsenenbildung. Wenn man sich den Text auch anschaut, stellt man auch fest, vielleicht gewisse Problemstellungen, also viele von diesen Publikationen fußen auf kleinere Projekten, sind erste Skizzen, erste Überlegungen. Also historische Weiterbildungsforschung ist auch etwas, was immer im Werden ist, wo man auch etwas dafür tun muss, dass sie sich weiterentwickelt, dass sie sich füllt auch mit aktuellen Analysen. Ich erwähnte schon noch diese Facette, auch immer wieder Geschichte neu zu befragen, mit neuen, frischen, jungen, anderen Perspektiven. Welche Geschichten, welche Historie wurde noch nicht erzählt? Ich erwähnte am Anfang dieses Thema Frauengeschichte, wo man sagen kann, da ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch mehr als eine Geschichte zu erzählen und eine Person zu entdecken, die vielleicht in ihrer Bedeutung, Relevanz so in der Literatur noch nicht zentral auftaucht. Und das kann man aber sicher, glaube ich, auch noch in vielen weiteren Punkten fortsetzen. Migration, Flucht, also auch hier weitere Themen zu entdecken. Also insofern dieser Band, dieser Sammelband, der so eine Momentaufnahme ist, am Ende der 2010er Jahre, als Perspektiven, wie aktuell Weiterbildungsforschung in historischer Zugängen sich darstellt und was man da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle verändern, ergänzen, wo man auch aber auch anknüpfen kann. Also vieles von diesen Beiträgen eröffnen meines Erachtens Perspektiven, wo man weitere vertiefende Forschung anschließen könnte an diese Vorarbeiten, die hier vorliegen. Und kein klassischer Text, sondern hier eher auch eine Publikationsreihe von österreichischen Kollegen. Das ist die Zeitschrift Spurensuche mit der aktuellen Ausgabe Nationalsozialismus und Volksbildung, eine späte Annäherung, also auch eine Beschäftigung mit Migration, Flucht, Volkshochschulen, Bildung, Volksbildung und der Nationalsozialismus ist das Thema von diesem speziellen Band. Aber einfach als Schriftenreihe würde ich das hier noch empfehlen, weil es, glaube ich, eine Reihe von interessanten Publikationen, Themenheften in dieser Zeitschrift Spurensuche vorliegt. Also auch etwas, wo man nochmal schauen kann zu dem jeweiligen Zeitpunkt, wenn ich mich weiter mit historischer Weiterbildungsforschung beschäftigen will. Was sind denn so die fortlaufenden, neuen, weiteren Arbeiten, die entstehen und hier vorliegen und wiederum inspirieren können und vielleicht Grundlagen sein können für eigene historische Darstellungen, zu denen ich gerne einladen möchte und auch anregen möchte und damit den Kreis schließen möchte, auch zum Anfang dieses Gesprächs. Historische Weiterbildungsforschung beschäftigt sich mit Vergangenheit, aber es geht nicht nur um Vergangenes, sondern es geht ganz häufig um die Gegenwart und die Zukunft. Und dazu einzuladen und diese Bände und diese vorliegenden Studien sich anzuschauen, zu sichten. Dazu möchte ich gerne animieren und denke, dass da auch die ein oder andere sehr erkenntniserweiternde, interessante Arbeit noch im Entstehen ist oder entstehen wird. Und dazu möchte ich Studierende und auch andere Weiterbildungsforschende herzlich einladen.